Ich verliere den Verstand. Also, als würde ich jetzt komplett durchdrüllen, als würde mein Hirn explodieren, als wäre es einfach vorbei. Ich bin ein friedliebender Mensch, ich will niemandem etwas Böses, ich fange sogar Insekten und lasse sie wieder raus, oder? Was, wenn ich das kochende Wasser plötzlich über meinen Sohn leere? Was, wenn ich plötzlich das Messer packe und meine Frau absteche? Bevor ich meinem Sohn oder meiner Frau irgendetwas von dem, was sich in meinem Kopf abspielt, antue, nehme ich mir selber das Leben. Das ist der Fabian. Er hat eine Zwangsstörung, die sich in seinen Gedanken abspielt. Man nennt das aufdringliche Gedanken. Für andere ist die Krankheit ungefährlich. Der Fabian hat die Zwangsgedanken aber so belastet, dass er sich das Leben nehmen wollte. Aufdringliche Gedanken ist tatsächlich ein Phänomen, das alle Menschen haben. Also wir alle Menschen haben von Zeit zu Zeit verrückte Gedanken, die irgendwie einfach aus dem Nichts kommen und die wir auch nicht richtig einordnen können. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht von dir auch kennst. Eben, wieso ich stehe auf dem Gebäude und ich, was wäre, wenn ich jetzt da wieder runterspringen oder so? Genau, Ja. ja, absolut. Zum Aber dann Beispiel. gehe ich wieder runter und denke nicht Und mehr hast es daran. vergessen, Ja. oder? Es beunruhigt dich nicht. Du wunderst dich vielleicht kurz, wo ist jetzt der Gedanke hergekommen? Und vielleicht begleitet er dich auch ein paar Minuten. Aber nachher geht der Alltag weiter, das Leben geht weiter und du hast den Gedanken wieder vergessen, oder? Und das ist halt der Unterschied zu Betroffenen dem von einer Zwangsstörung. Die können den Gedanken nicht mehr loslassen. Einerseits, weil er so krasse Emotionen auslöst, so starke Gefühle, oder? Und die Gefühle wiederum löst es aber aus, weil sie den Gedanken falsch bewertet. Also der Gedanke kommt und dann haben sie das Gefühl, was bin ich noch für ein schlechter Mensch, dass ich so etwas denken kann? Oder was sagt er über meine Persönlichkeit, dass ich so Gedanken habe? Das sind auch die Gedanken, die entsprechen eben nicht den eigenen Werten und Überzeugungen. Und die eigene Persönlichkeit, die laufen eigentlich dem diametral entgegen, oder? Heute weiss der Fabian, dass er seiner Familie nie etwas antun will. Das sagen auch Experten. Aber früher haben ihm die aggressiven Gedanken enorm Angst gemacht. Wir haben diese Gedanken probiert nachzustellen. Was, wenn ich plötzlich das Messer packe und meine Frau absteche? Die Zwangsgedanken tönen brutal. Der Fabian hat kein Verlangen, jemanden zu verletzen. Aber allein schon die Tatsache, dass er, der seine Familie doch liebt, überhaupt so Gedanken haben kann, hat ihn innerlich kaputt gemacht. Es hat extrem viel Stress ausgelöst. Also wirklich, ich habe angefangen zu schwitzen. Es ist eine Kampf- und Fluchtreaktion ausgelöst, oder? Also so wirklich Panik. Also nicht, ich hatte keine Panikattacke, ich habe ja nicht hyperventiliert, aber so das Gefühl ist, es war wirklich extrem viel Stress. Ich habe angefangen zu schwitzen. Und es war mir einfach nicht wohl gewesen, oder? Die haben dann wirklich angefangen, mich voll zu konzentrieren. Also irgendwie wirklich den Fokus da und jede Bewegung, dass ich bloß nichts falsch mache. Also nicht, dass bloß plötzlich mein Arm rausgeht und. Hast du in deinem Körper irgendetwas gespürt, dann in dem Moment? Ja, also wenn ich viel hatte, war es wirklich so wie ein Zucken im Arm, oder? Also dass, wenn ich am Schneiden war, hat plötzlich mein Arm angefangen zu zucken, als würde es jetzt gerade losgehen, oder? Also es war so, hey, Achtung, jetzt geht es gerade los, oder? Jetzt musst du aufpassen, jetzt musst du vorsichtig sein, oder? Als würde irgendwie jemand mich fernsteuern, also so in meiner Vorstellung, als würde ich Kontrolle verlieren, jemand würde mich fernsteuern und dann geht mein Arm auf und macht. Ja, im ersten Moment nicht wirklich Angst. Es ist mehr so unvorstellbar für mich, oder? Nicht greifbar, aber irgendwie dennoch ja, verständnisvoll für ihn und seine Situation, oder? Weil für mich war es klar, ich kenne diesen Mann über 10 Jahre. Er würde mich nicht verletzen, oder? In der Art, in der er seinen Kopf tut. Angst hat Fabian seine Frau Sonja nie gehabt. Dafür aber sehr viel Verständnis. Es ist einfach schwierig vielleicht in dem Sinne, dass wir es nicht begreifen können, wie Außenstehende, oder? Aber für mich war es selbstverständlich, dass ich ihm Unterstützung biete, die er braucht, weil hätte jetzt ein Bein gebrochen oder irgendwie körperlich verletzt wäre, bräuchte er auch Unterstützung, die würde ich ihm bieten. Also wieso unterscheidet sich eine Zwangsstörung von einer körperlichen, eine psychische Störung von einer körperlichen Verletzung, oder? Es ist ja tatsächlich auch immer weniger geworden die letzten 8 Jahre, oder? Ich hatte 2018 einen krassen Rückfall gehabt, als ich die Medis abgesetzt habe. Wo ich wirklich noch mal 3 Monate unten durch musste. Und seitdem ist es eigentlich kontinuierlich besser geworden. Und ich habe heute die Episode, die ich habe, kannst du heute einer Hand abzählen pro Jahr. 2018 hatte er seine letzte Krise gehabt. 3 Jahre vorher ist er zum ersten Mal Vater geworden.
Die Zwangsstörung hat durch das eine neue Dimension erreicht. Ja, also wirklich schlimm ist es geworden nach der Geburt von meinem Sohn, weil es ist genau der Eintreten, den ich immer befürchtet habe. Die Gedanken sind innerhalb kürzester Zeit auf ihn übergeschwappt. Also eigentlich schon in der ersten Nacht. Und dann musste ich immer in der Nacht wieder das Maul abputzen. Das habe ich auch gerne gemacht. Aber gleichzeitig ist wieder der Gedanke, du könntest ihn jetzt auch einfach ersticken. Also ich hatte so wie so ein Tüchchen, wo ich mir das Maul abputzt habe, wenn er wieder so ein bisschen gekötzelt hat. Oder? Und gleichzeitig ist der Gedanke, du könntest einfach das Tüchchen auf sein Gesicht heben und könntest ihn ersticken. Also eigentlich in der ersten Nacht ist es bereits losgegangen. Und das ist immer schlimmer geworden. Das war auch einer der Faktoren, der mich am Schluss in die Suizidalität getrieben hat. Ich habe gewusst, bevor ich meinem Sohn oder meiner Frau irgendetwas von dem, was sich in meinem Kopf abspielt, antue, nehme ich mir selber das Leben. Das war für mich klar. Ich darf nicht zulassen, dass das passiert. Ich darf nicht zulassen, dass mein Sohn geschädigt wird, dass meine Frau geschädigt wird. Und ich bin am Schluss eigentlich 0,5 Sekunden vor dem Point of No Return, habe ich das Glück gehabt, dass mir das erste Mal in meinem Leben die Angst richtig funktioniert hat und mir dann das Leben gerettet hat. Oder? Mhm. Also ich wollte springen, ich bin angelaufen und ich konnte den letzten Schritt nicht machen, weil ich wie erstarrt bin vor Angst. Und da hat eigentlich die Angst so rückblickend das erste Mal richtig funktioniert. Vorher hat es mir das Leben zur Hölle gemacht und in dem Moment hat es mir tatsächlich das Leben gerettet. Oder? Der Moment war ein Wendepunkt für Fabian. Er hat sich Hilfe gesucht. In der Schweiz hat er aber nicht die Unterstützung gefunden, die er gebraucht hätte. In der Therapie zu Los Angeles hat er gelernt, sich seinen Zwangsgedanken zu stellen. Mit Erfolg. Er hat die Angst loslassen. Ja, ich habe eigentlich recht schnell gemerkt, dass das nicht mehr passiert und dass man besser geht und dass das Ganze wirkt. Und das ist ja sehr häufig so. In unseren Vorstellungen passieren immer die schlimmsten Sachen, wenn es um Ängste geht. Und wenn man dann aber tatsächlich mal den Realitätscheck macht und in die Situation hineingeht, dann stellt man fest, dass eben sehr häufig gar nicht mehr passiert. Was war das für ein Gefühl für dich, als du gemerkt hast, dass es funktioniert? Ja, ein unbeschreibliches, weil ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder? Ich habe gewusst, es hat sich gelohnt, um hierher zu kommen. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt so dranbleibe und immer weitermache, dass das auch wird gut kommen. Oder? Ich lebe eigentlich ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Der Zwang spielt im Alltag für mich gar keine Rolle mehr. Ich mache wieder mehr und ich gehe mehr unter die Leute, ich unternehme mehr, ich erlebe mehr. Mhm. Ja, also mir geht es wirklich heute fantastisch. Heute hilft der Fabian als Coach anderen Betroffenen. Es war ein schwieriger, ein anstrengender Weg. Aber eben dadurch, dass ich eigentlich meine Erfahrungen und mein Wissen kann heute mit anderen Menschen in dieser Situation kann teilen und sie kann unterstützen kann, gibt das wie das Ganze einen Sinn. Und ich konnte mich wirklich auch mit meinem eigenen Weg ein Stück weit versöhnen. Also ich weiss, es war nicht für nichts.